Ja, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Video von mir. Es kamen letzter Zeit keine Videos, weil eben einiges schief gelaufen ist und es geht noch weiter. Ich bin hier unterwegs in Tschechien und wir schauen uns dieses Gebäude an. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen hinter mir. Dieses Gebäude werden wir uns anschauen. Ich habe leider jetzt die Stiefel nicht dabei und es ist hier voll die Winterlandschaft. Brutal. Hier ist ein bisschen eine Mauer. Auch nicht schlecht. Vielleicht sieht man es. Ich glaube, das ist ein bisschen dunkler auf der Kamera. Und es schneit. Es ist bei uns zu Hause nicht so schlimm. So. Ich werde da so einsinken jetzt. So. Da geht's noch. Hier ist ein Gitter. Ein Lost Place in Tschechien. Ich weiß nicht, was einmal ein Wirtshaus oder ein Wohnhaus. Hier drüben gehen wir als erstes rein in den. Oh, geht's hier. Ich schaue aus, natürlich unter aller Sau. Und heute wird die Aufnahme der Ton wahrscheinlich nicht so gut werden. Aha, das war eine Garage hier. Da schauen wir mal rein. Ich drehe das Licht ein bisschen höher. Jetzt kommt mein Auto. So, hier wurde was aufgehängt, Ski und was weiß ich was alles. Aha. Hier liegt einiges rum. Was ist denn das alles da? Was ist denn das? Und kleben tut es auch so. Also der Ton ist hier ein bisschen besser wahrscheinlich wie draußen, weil wenn man den Wind hört, der pfeift jetzt extrem und ist erst. Dann hört man das Rauschen eben ein bisschen. Ach, das ist vom. Hier sind lauter so Matratzen hier. Ihr seht, wie meine Schuhe ausschauen. Voller Schnee. Dann geht hier rüber. Das ist ein Torbogen. Man muss mal schauen. Aha, das war ein Stall oder was? Okay. Da hier liegt einiges rum. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Weil ich habe jetzt kein Mikrofon dran. Das hat auch seinen Grund. Aber man sieht hier Flaschen. Wahnsinn. Hier war oben so ein Ding drüber. Futterstelle fürs Heu oder was bei hier, weil da Heu drauf liegt. Wasser. Rinne. Wo rausgetrunken wurde von den Tieren. Hier sind die Haken noch dran. Das Heu liegt auch hier noch rum. Aha. Hier ist wieder Ausgang. Da gehen wir mal schnell ein bisschen raus, aber es ist der Schnee. Und hier drüben geht es hier noch weiter. Nee. Hier konnte man reinschauen, da ist ein Fensterchen. Ich weiß nicht, wie jetzt das so rüberkommt. Der Ton wird schlecht sein. Das wird so eine Probeaufnahme, weil ich was probieren will. Jetzt sind wir hier wieder drin. Der geht hier durch, die Rinne. Das wird so ein Video zum Test für mich. Ich weiß nicht, wann es rauskommt. Ich bin hier für euch. Es ist der 25. Dezember, also einen Tag nach Weihnachten. Ich weiß nicht, wann es rauskommt. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich wünsche euch auf alle Fälle schöne Weihnachtsfeiertage. Bleibt gesund.
Aber es kommen jetzt letzter Zeit keine Videos, weil ich keinen Computer hatte. Der ist mir kaputt geworden durch ein Windows-Update. Hat er mir den Computer zerstört und habe den versucht zu reparieren selber. Also zu installieren, dann hat es nicht hingehauen und habe es zum Profi gestellt. Der hat es auch nicht hinbekommen. Jetzt habe ich mir einen neuen gekauft, damit ich wieder weiter Filme für euch produzieren kann. So. Und jetzt habe ich eine Aufnahme gemacht und sehe, dass der Ton nicht geht. Deshalb ohne Mikrofon, weil das liegt am Mikrofon. So. Weil wenn eins schief läuft, dann läuft bei mir alles schief. Dann geht es von einem ins andere. Schöne Türen hier. So, hier liegen Autoreifen. Und der Verkehr ist da, weil die Hauptstraße genau daneben läuft. Was haben wir denn hier drin? Hier ist eine Treppe. Da werden wir auch noch raufschauen. So, ich mache jetzt das mal im Ganzen. Einfach durchfilmen. So, hier geht es auch noch durch diese Tür. Wir schauen da später rein. Erst unter der Treppe. Müllsäcke, Autoreifen, alles liegt hier. So, jetzt schauen wir mal da rein. Und da ist da ein Loch drin in der Decke. So ein Gewölbe. Was haben sie denn da? Ist das von der Decke? Wenn man da rauf schaut, man sieht es in der Decke. Da kommt voll das Loch raus und da liegt der Haufen hier. Ich nehme das jetzt in einem Stück auf. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und hier, man sieht das Gewölbe. Und es ist ein bisschen dunkel jetzt, weil ich bin nachmittags unterwegs und deswegen schaut es das Gewölbe an. Hier ist also ein Gefäß. Glasgefäß. Hier ein paar Kübeln. Und hier ist das Loch in der Decke. Da kommen wir wahrscheinlich oben drauf. Die Bretter, alles hängt hier durch. So, dann schauen wir raus wieder in den nächsten Raum. Das wird eben, wie gesagt, ein Video zum Testen. Hier ist auch noch so ein Fenster oder was drin. Da schauen wir als nächstes rein, rechts rein. Ich weiß nicht, was das war. Hier liegt einiges drum. Okay. Ich hoffe, man sieht es soweit. Ich müsste die Decke ist schon ein bisschen runter, die liegt hier. Und es ist kalt, hier steht ein Fernseher noch. Wahnsinn. Und das Telefon, da liegt der Telefon noch. Wahnsinn. Man sieht es lange verlassen, alles stürzt schon ein, die Natur holt sich alles zurück. Ah, hier. Wahnsinn, was das gewesen sein soll. Man kann hier durchgehen, aber was das gewesen sein soll, weiß ich auch nicht. Hier liegt noch ein Gitter. Hier ist auch die Scheibe schon eingeschlagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Hier geht der Kamin hoch. Wahnsinn. Und hier geht es wieder rein. Was war das? Alleck. Da liegt einiges herum am Blech. Was war denn das alles? Das ist ein Fächer, wo oben und hier geht es auch noch rein. Da ist ein Boiler. Und auch hier ist noch so eine Absperrung.
was das sein soll. Und das Duschräume oder was? Ich weiß nicht. Da kommt natürlich auch die Decke schon runter. Gut, schauen wir weiter. Hier ist noch so kleine. Aha, hier waren die Toiletten. Jetzt muss ich nur ein bisschen rumgreifen. Ich hoffe, das hält so weit her. Jetzt muss ich das. Okay, also hier haben wir Toilette. Ist nicht mehr angeschlossen. Hier geht die Leitung rauf und hier endet sie. Okay. Und hier ist noch eine Toilette. Hier die Tür. Aha. Auch hier endet sie. Und hier ist die Leitung noch oben. Vom Wasser. Wahnsinn. So, dann schauen wir weiter in den nächsten Räumlichkeiten. Gehen wir hier wieder raus, da wo die Treppe ist. Das sieht auch ganz gut aus hier. Hat es hier gebrannt oder so? Ein bisschen so schwarze Stellen da sind. Hier ist ein Rundbogen. Das hat minus 3 Grad. Wahnsinn. Hier nochmal ist ein Kamin hoch. Wahnsinn. Bügeleisen, hier liegt Bügeleisen. Und oben noch so Licht. Wir gehen gleich in den ersten Raum links rein. Oh leck, was ist denn das alles? Wahnsinn, lauter Rohre. Und Dosen, was sind das für Dosen? Da ist überall ein Loch drin. Hä? Für was haben wir die gebraucht? Und dann sind hier so lauter so Rohre. Ganzer Haufen. Ja, Wahnsinn. Rundbogen hier drin. Das Gewölbe jetzt zumindest. Und da oben geht es auch raus. Eine Öffnung, die haben sie da. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, man kann es erkennen jetzt, weil es dunkel ist. So, schauen wir nächste Raum. In das Gewölbe. Da rein. Und okay. Hier ist überall Gewölbe. Nächste Tür. Ein bisschen größer. Was haben sie hier? Der Lichtschalter in einem Holzkasten drin. Zum Drehen, so uralter. Und dann, wenn man da reingeht, hier wieder. Und dann sieht man hier das Gewölbe. Das müssen wir mal am Tag anschauen, wenn ich mehr Licht dabei habe oder so. Ich will es euch nur schnell zeigen ein bisschen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und hier geht auch wieder so eine Öffnung raus. Dann kann ich rausschauen. Brutal. Da muss man immer. Was war denn hier? Hier war auch noch irgendwie so. Modestchen. So, dann schauen wir mal ein Stockwerk höher. Die Treppe hoch, hier unten haben wir alles. Ich sag dir, wie so Bügeleisen. Hier war auch noch ein Fernseher oder was. Hier ist auch noch ein Kamin, das habe ich nicht gesehen. Da hat die Dose auch wieder für einen Lichtschalter wahrscheinlich. Aha, oder Steckdose, was das war. Was haben die für Steckdosen in Tschechien? Ich weiß auch. Die haben es ein bisschen anders wie uns. Aha, dann gehen wir die Treppe hoch hier. Ja.
Okay. Das ist schon dunkel draußen jetzt. Also nicht ganz, aber in der Kamera ist es ein bisschen dunkler. Auch hier die Decke. Aber so. Hier sieht man noch ein bisschen die Tapeten. Das Muster. So, erster Gang links. Hier ist ja kein Geländer in der Treppe. Und hier werden wir gleich mal rechts reinschauen. Okay, Holzboden drin. Und hier ist der Raum. Da ist das Loch. Im Fußboden, wo wir vorher raufgeschaut haben. Ach, da in der Wand ist ein Loch drin. Ich darf mich gar nicht so rumlaufen hier, weil nicht, dass ich durchbreche. Was haben sie da? Da haben sie Steinplatten drauf. Auch da die Scheiben kaputt ein. Und hier fehlt eine Hälfte vom Fenster, auch da drüben. Selbe Problem. Okay. Und auch hier an der Decke, da kommt die Decke runter. So, wir schauen mal weiter. Weiter geradeaus. Da hat einer noch. Da, ihr seht den Schnee. Man sieht hier den Schnee, der. Weil da die Tür ist, die ist offen. Schneibt sie rein und da ist ein Kaffeeautomat. Kaffeemaschine. Und hier hat man einen Reisekoffer hier lassen. Sauber, sauber. Wahnsinn. Voll die Löcher an der Decke da. Ich muss nächstes Mal Flutlichtmasken mitnehmen, damit man das alles ausleuchten kann. Fenster liegen hier rum. Hier liegt auch wieder so ein Rohr. Ich muss erst schauen, ob ich da drauf stehen kann. Hier wieder so ein Rohr. Hier der Boden, wie man sieht, aus Holz, der ist nicht gerade vom Fenster her. Und da Fenster auch wieder eine Hälfte nur da. Wahnsinn. So, dann schauen wir mal gegenüber rein. Ich bin jetzt geradeaus und die weiter links. Hier sieht man draußen, geht die Türe nach draußen. Alles Winter Wonderland. Oh leck, da ist ja voll das Loch schon drin. Ich darf mich gar nicht da rausgehen. Hier waren die Toiletten drüben. Geradeaus geht es rein zu den Toiletten, aber die sind, da ist hier ein Loch. Ihr seht es, ich kann gar nicht rein hier. Und da vorne rechts ist nochmal ein Riesenloch. Und dann geht es eh schon weiter mit zwei Türen. Eine rechts, eine Damentoilette wahrscheinlich. Und links die Herrentoilette. Vielleicht können wir ein bisschen weiter vorne. Hier ist noch eine Tür, da können wir vielleicht nochmal reinschauen. Gehen wir eine vorher rein. Aha, hier geht noch ein Rohr durch. Okay. So, nun schauen wir die nächste links und dann haben wir es eigentlich eh schon. Ah, hier ist auch wieder ein Loch. Ah, ich muss schneiden. Mir läuft die Nase bei der Kälte. So, jetzt sind wir hier in diesem Raum. Da ist auch wieder hier sieht man eben nichts viel. Und müssen wir am Tag rein. Ich bin jetzt zwar am Tag hier, aber es ist ja durch die Winterzeit jetzt schneller dunkel. Ich gehe mal hier. Ihr seht hier das Loch. Auch wieder der Boden total eingestürzt. Und ich gehe mal hier durch und schau mal. Ich muss hier gehen. Weil hier
Das Loch, ihr seht es, muss hier auf parken, auch wenn der nicht mehr. Oh! Und hier sieht man rein. Sieht man so die Toiletten, wo wir vorher nicht gesehen haben, oder? Ich schau mal, dass ich ein bisschen vorkomme, dass wir ein bisschen was sehen. Hier sind die zwei Türen. Und da geht es zu Toiletten und hier ist es blau gefliest hin. Hier ist noch der Spülkasten, liegt hier noch. Und da drin. Aber oben sieht man den Rahmen ein bisschen. Hier werdet ihr es wahrscheinlich nicht sehen. Und dann muss ich doch zurück. Muss ich zurück, Leute. Nicht, dass ich doch noch einstürze. Aber dass wir es gesehen haben, bevor es komplett einstürzt. Ich muss da ein bisschen auf die Balken gehen. Oh. Die Tür. Und hier geht es auch weiter, da ist das nächste Loch. Aber hier, Türen, hier ist das Loch. Fenster. Und auch hier liegt der Schnee von dem Fenster, weil es alles da rein weht. Der ganze Schnee. So, das war's da hier oben und dann unten waren wir auch überall. Ich wollte es euch nur mal zeigen und weil zurzeit keine Videos gekommen sind, das wird so eine Probeaufnahme. Hier ist wieder Boden aus Beton. Das ist sehr gut. Hier kann man wenigstens stehen. So, dann machen wir das Licht aus einmal und drehe mich um. Momentchen. So, und da bin ich so ein bisschen heller noch, damit ihr mich auch richtig seht, ein bisschen, weil es hier eben sehr dunkel ist. Also, ich weiß nicht, was es war, was ein Wirtshaus oder was nach den Toiletten und so weiter und die Räumlichkeiten, was hier gewesen ist. Auf jeden Fall ist von mir längere Zeit kein Video mehr gekommen, weil eben mein Computer kaputt war. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Es kommen weiterhin noch Videos. Wie gesagt, ich habe eins aufgenommen schon gehabt und dann ging der Ton nicht. Ich habe jede Menge Videos gemacht, die sind auf der anderen Festplatte drauf. Und ich finde die nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich habe die auf der Festplatte auf dem Computer gesichert. Ein paar Sachen habe ich runterbekommen. Die zweite, wo ich mir eine zweite Hälfte von der Festplatte gemacht habe, da bringe ich die Daten nicht raus. Ich weiß nicht warum. Ich muss noch ein bisschen düfteln, vielleicht bekomme ich die Daten wieder. Und die Videos jedenfalls. Dann habe ich die Aufnahme gemacht, aber dann der Ton so schlecht. Jetzt weiß ich, dass meine Kamera im Arsch ist. Deshalb heute ohne Mikrofon und ich hoffe, dass die Qualität vom Ton trotzdem soweit gut ist. Und im Freien ist es immer so schlecht mit dem Wind und so weiter, pfeift durch, dann hört man so ein extremes Rauschen. So, jetzt muss ich natürlich schauen, wie ich das Video hochbekomme, wie ich das mache, weil mit den anderen habe ich es abgefilmt nochmal und dann hochgeladen, ganz einfach. Und jetzt will ich was Neues probieren, um vielleicht noch bessere Qualität hinzubekommen für euch. Vielleicht auch in 4K, mal schauen, wie es mir hinhaut. Aber meine Internetleitung ist auch so schlecht, jetzt dauert es eben dementsprechend immer bei 4K und so. Dann danke an manche Leute, die mich immer noch kontaktieren eben und schreiben Kommentare in die Videos und so weiter. Und ich bin da mit einem noch in Kontakt. Jirka, Grüße gehen raus an dich, wenn du das Video siehst. Grüße auch an Philipp. Also, vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr, dass wir uns mal zusammensprechen, dass ich zu euch komme. Und auch mit euch Lost Plays drehe. Die machen ja auch geilen Content. Schaut mal da vorbei. Der Link steht unten in der Videobeschreibung. Unterstützt auch die. Sind auch noch kleine YouTuber ein bisschen. Aber auch gute Videos. Bis jetzt habe ich fast alle gesehen. Bis auf die letzten die zwei oder drei noch nicht. Die muss ich noch schauen. Wie gesagt,
Aufholjagd ist zurzeit bei mir angesagt, bei den Videos. Und da ich keinen Computer gehabt habe, jetzt ging es auch nicht. Immer wieder mal übers Handy. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wann es rauskommt, also frohe Weihnachten oder zumindest einen guten Rutsch ins neue Jahr oder wenn das neue Jahr rauskommt, ich weiß es nicht, wie es mir gelingt, dann auf alle Fälle frohes neues Jahr. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ihr dürft gerne abonnieren, wenn ihr keine Folge versäumen wollt, kein Video mehr. Kann noch mal dauern, wie gesagt, bis ihr alles hinbekomme. Und auf alle Fälle geht es noch weiter mit den Videos. Mit Lost Place, Abenteuer, Wanderungen und so weiter. Aber so viele Pläne noch. Und ihr könnt live dabei sein. So, also, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und bis denne. Also, ciao aus Extreme On Tour, euer Robin. Also.